Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe aus meinem Let's Play von No One Lives Forever. In der heutigen Folge, nachdem wir das Rendezvous in Hamburg abgeklärt haben, müssen wir uns in Nikolaus Bastelladen etwas tun. Es gibt ein Sicherheitshaus von Unity in Bremen, genau, in der Nähe der Docks, an denen du dich mit Agent Goodman treffen wirst. Spring kurz rein und schicke dem Commander einen Zwischenbericht. Außerdem solltest du dich da für die Mission ausstatten. Okay, werde ich tun. Das dürfte ja nicht so schwer sein, denke ich mal. Wobei, wenn da Nikolaus Bastelladen steht... Ah nee, ich dachte schon, es wäre wieder im Hauptquartier. Wie hieß doch mal dieser Nachtclub? Zur einsamen Walküre. Ah ja, hier haben wir's. Der Name der Eigentümerin ist Wagner. Inge Wagner. Sagt Ihnen das was? Wir haben eine Akte über sie. Wahrscheinlich ist sie eine entfernte Verwandte von Richard Wagner, auch wenn ich nicht glaube, dass die Verbindung wirklich je richtig nachgewiesen wurde. Trotzdem wurde sie als Kind immer von ihren Eltern unter Druck gesetzt. Sie sollte Opernsängerin werden, allein um den Stammbaum der Familie fortzusetzen. Das einzige Problem war, dass sie überhaupt kein Gehör hat. Na, das erklärt vieles. Die Kombination aus der Unnachgiebigkeit der Eltern und den ewigen Zurückweisungen, die sie erlebt hat, seit sie mit dem Vorsingen begann, scheinen ihren Geist auf ungesunde Weise beeinflusst zu haben. Als junge Frau hatte sie bereits einige Auseinandersetzungen mit westdeutschen Autoritäten, insbesondere durch Beschwerden über ihre spontanen öffentlichen Konzerte, die mit der Zeit zu Verbindungen mit Schmugglern, Erpressern, Geldwäschern und Mördern führten. Es ist durchaus möglich, dass sie mit Harm kooperiert. Ich hab's gerade mal lauter gemacht. Finden Sie so viel raus wie möglich. In Ordnung, Sir. Seien Sie vorsichtig, Archer. Ich komme schon klar. Ich glaube, das ist allgemein eine ganz gute Methode. Willkommen zu den erweiterten Taktiken. Wir haben deinen Zigarettenanzünder verändert. Na endlich. Er ist jetzt auch mit einem Miniaturschweißer ausgestattet. Die Flamme ist gerade heiß genug, um solche Schlösser durchzuschweißen, die weder geknackt noch aufgeschlossen werden können. Halte auch nach Schlössern mit Zahlenschloss statt Schlüsselloch Ausschau. Versuche, diese Schlösser aufzuschweißen. Nichts einfacher als das. Ha, das mag ich. Und mal schauen, ob man es auch als Waffe benutzen kann. Für dich entwickelt. Diese hier hat einen 3-Sekunden-Timer, sodass du das Ding um Ecken werfen und dich in Sicherheit bringen kannst, bevor es in die Luft geht. Okay, das heißt... Bam! Sehr schön, sehr schön. Dann wollen wir mal weitergehen. Das war's schon. Jo. Der Elite Guard. Sehr schön. Charlie's Angel und so. Ich bin zu Tode gelangweilt. Ich hab nie richtig Spaß. Du Arme. Ich auch nicht. Tja, ja, der Sexismus der 60er und 70er. Triff dich mit Agent Goodman am Bremer Hafen. Dein erstes Ziel ist es, an Bord des Frachters zu gelangen. Dort musst du dann das Logbuch des Kapitäns und das Schiffsmanifest finden. Mach auch Fotos von verdächtigen Chemiecontainern. Wird getan. Okay, das ist mal wieder eine längere Mission. Dann wollen wir die Ausstattung erstmal wählen. Oh, wir haben die leise Kanone, perfekt. Brauchen wir die zeitgesteuerten Dinger? Wahrscheinlich brauchen wir sie, wenn wir sie gerade bekommen haben. Trotzdem möchte ich eigentlich... Ach komm, wir machen eine komplett leise Mission draus. Oh, und das sind nicht mal gleiche, das ist sehr blöde. Ich dachte, wir würden wirklich zumindest... die richtigen kriegen. Okay, dann die Bomben würden uns sowieso entdeckt lassen. Also wenn wir entdeckt werden, greife ich doch lieber zum AK-Gewehr. Und hier brauchen wir das Feuerzeug, die Sonnenbrille. Und eigentlich brauchen wir die Haarspange da nicht mehr. Ich bin mir sicher, dass der Zigarettenanzünder mit dem Schweißbrenner auch Türen öffnen kann. Und wenn, könnten wir es ja auch aufschießen. Also nehmen wir den Leichenentferner mit. Und genau, Zielfernrohr und alles für meinen Hampton-Karabiner auf jeden Fall. Der wird auf jeden Fall meine Standardwaffe in dieser Mission sein. Sieht aus, als wäre das die Stelle. Wow,
das ist mal Regen. Realistischer geht's ja gar nicht mehr. Er heißt Keith Miner. Er ist der Neue, von dem ich dir erzählt habe. Schön, dich kennenzulernen, Keith. Eindrucksvolle Operation, die ihr Jungs hier haben. Ich habe gehört, du hast vorher bei Misery gearbeitet. Hattest du was mit diesem gigantischen Laserzwischenfall zu tun? Du hast davon gehört? Klar, Mensch. Ja, ah, natürlich. Ah! Menschenskinder. Die sind so leise, schaffen wir. Ja, okay. Ich geb's zu, ich wollte jetzt auch ein bisschen sterben, damit ich es doch nochmal leise probieren kann zumindest. Okay, weiter geht's. Nochmal neu. Den Autospeicher, genau. Sieht aus, als wäre das die Stelle. Okay. Nein, die will ich. Ach komm! Ist das fies und hier kann ich nicht weiter. Wie wär's denn damit, hä? Okay. Na komm, bring mich um. Hast du wohl nicht, ja? Okay. Ich habe jetzt eine andere Idee. Ich werde einfach ihn umbringen, verdammt. Ist ja nicht möglich. Sieht aus, als wäre das die Stelle. Genau, ich habe ja auch meinen Leichenentferner eingepackt, also warum nicht? So einfach kann es sein. Jetzt entfernen wir dich. Und jetzt hoffen wir, dass der Schweißbrenner auch dafür geeignet ist. Natürlich nicht. Aha. Und was wird mir das, sobald ich das aufschieße, alle hinter mir her sein werden? Ja, aber klar. Das heißt, um diese Mission leise zu erledigen. Wow. Headshot, no scope, sage ich dazu. Um diese Mission so zu tun, wie ich das gerne hätte, muss ich den blöden Gift, diese Giftmanschette einstecken. Was für ein Schwachsinn, aber okay. Also, das geht weg, das geht weg. Dafür kommt das dazu und... Ja, den wollten wir haben, genau. Dann die Haarspänge muss ich mit dazu nehmen. Die Münze könnte ich aber noch gut gebrauchen. Und ich hoffe einfach mal, dass die Leiche da vorne dann nicht entdeckt wird. Okay. Sieht aus, als wäre das die Stelle. Könnten sie natürlich jetzt auch einfach schlafen legen. Vielleicht ist es sogar besser. Komm, probieren wir es aus. Wir haben jetzt eh schon genug getötet. Und jetzt bin ich auch eingeschlafen, okay. Das ist sehr süß. Tja, ich hoffe, der wacht nicht so schnell auf wie wir. Okay. Was zum? Okay, so viel dazu. Aua. Okay, sie haben doch eine Chance. Na dann, blödes Schlafenlegen, die Leute wachen eh wieder auf. Also, Schlafenlegen umbringen. Muss wohl sein. Jetzt komme ich aber doch nicht gerade so weit, leider. Aber dann kann ich ihn auch gleich umlegen. Ich glaube, die Leute haben da nichts dazu gesagt. Dann wäre wahrscheinlich der Leichenentferner doch die richtige Wahl gewesen.
Aber ich möchte ungern nochmal die Ausrüstung ändern. Okay, solange die da reden, sollte ich da doch gut durchkommen. Ah, und wahrscheinlich wäre es sogar besser gewesen, hätte ich den jetzt da oben getötet. Aber okay. Wir haben ein paar Techniker angeheuert, die nicht zur Union gehören, damit sie das Kühlsystem. Okay, ich werde ein bisschen Safe State abusen. Und habe ich jetzt gespeichert? Es ist absolut erstaunlich, dass nicht die gesamte ich hoffe mal, ich habe gespeichert. Wenn nicht, ist auch egal. Aber eigentlich habe ich etwas anderes erwartet. Ich freue mich auch. Habe ein gutes Gefühl, was diese Organisation angeht. Ja! Okay. Oh, ich kann ja also vergessen. Und die Kamera sieht jetzt die Leichen. Macht den Alarm an. Die schießen mich mit dumm geschossen, aber das ist okay. So viel dazu. Ich hoffe mal, es wird wirklich gespeichert, aber wahrscheinlich habe ich meine F9-Taste verfehlt. Ja, genau, okay. Sieht aus, als wäre das die Stadt. Oh je, wir kommen wirklich überhaupt nicht weit. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie das mit F9 aussieht. Bisschen blöde, dass meine Tastatur ein bisschen dunkel ist. Da. Das geht nicht und das ist Laden. Mist, okay, warte, dann... Verdammt. Hoffentlich hat er den Autospeicher noch, okay. Sieht aus, als wäre das die Stelle. Gut, dann... Wo ist mein Speichern? Da ist Speichern, okay. Da ist Speichern, da ist Laden. Dann wollen wir es nochmal probieren. Ganz ruhig. Ich will nicht, dass sie uns entdecken. Zum x-ten Male. Verflucht. Okay, und wir schaffen es nicht, ihn zu erreichen. Verflucht. Und wir müssen auf jeden Fall warten, bis die ausgeredet haben. Dann machen wir hier einen Speicherstand. Und testen das. Erzähl mir mehr davon. Es ist absolut erstaunlich, dass nicht die gesamte Geheimbasis in die Luft geflogen ist. Zahlt sich aus, Profis anzuheuern. Warte mal. Schön, dass du jetzt zu uns gehörst. Hab ein gutes Gefühl, was diese Organisation angeht. Okay, sie verschwinden und ich dürfte eigentlich... Oh, wir könnten ihn sogar töten hinter dem Ding. Versuchen wir das gerade mal. So. Einer weniger, um den wir uns kümmern müssen. Das ist doch immer gut. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier lang. Okay, ich höre irgendwo, da ist die Kamera. Dann pushen wir mal hier hin. Gibt's hier irgendwas? Keine Geheimdienstunterlagen? Na, okay. Dann einfach mehr oder weniger an der Ding vorbei, dann gehen wir erstmal hier unten drunter. Das ist halt toll an diesen 80er-Kameras, da konnte man noch gut unten drunter stellen. Okay. Oh, eine Rüstung, sehr schön. Endlich mal ein bisschen Geheimdienst-Feeling wenigstens. Nicht immer dieses Ego-Shooter durchrennen, Duke Nukem Doom-Setting, das ist ja auch schon mal schön. Und guten Nacht. Ich bin keiner, der auf gewaltlose Maßnahmen steht. Beziehungsweise nicht gewaltlose, aber nicht tödliche Maßnahmen. Das ist nicht mein Ding. Jetzt können wir hier raus. Nö. Was hat uns das Reinschleichen dann hier reingebracht? Nur den blöden Zettel? Das kann ich ja kaum glauben. Das sieht aber so aus, als ob es gar nicht mehr gebracht hätte. Ja, Gott sei Dank sind sie schon blöd. Aber, wie gesagt, gebracht hat das jetzt auch nicht wirklich viel. Trotzdem haben wir ein bisschen Safe State Abusing. Okay, das heißt, jetzt komme ich an der vorbei. Irgendwie, irgendwann, irgendwo.
Okay. Oh nee, die hat doch eine größere Reichweite, als ich dachte. So, dann muss ich jetzt ein bisschen schneller gehen. Und hier sollte ich erstmal sicher sein. Okay. Oh, da sind zwei. Sollte ich versuchen, da hinten reinzukommen. Dreh dich um, danke. Ah, ein Leichenentferner wäre jetzt schon cool. Oder zumindest ein Leichentransportierer. Fuck, okay. Na komm. Ei, nicht hinter die Wand, verflucht. Nee, wir warten auf jeden Fall, bis er wieder hier steht. Vielleicht kommt er sogar in Richtung der Leiche. Das wäre ja noch besser. Dann würde ich die Leichen nicht so sehr verteilen. Hm? Kann ich da hochklettern? Nee, schade. Hier gibt's wirklich nur Dunkelheit? Das gibt's doch nicht. Ah, wo war meine da? Wir können da hoch, aber es bringt uns nicht viel. Nun gut, dann wird das wahrscheinlich echt nur ein Dead End sein hier. Da könnten wir auch hoch, aber da wahrscheinlich dann nicht. Also gehen wir weiter im Scharfschützenmodus durch. Sollte nicht die Wache schon längst wiedergekommen sein? Da kommt sie, fuck. Renn, renn! Oh nein, ich wurde entdeckt. Gut, aber kein Alarm. Das heißt, halb so wild. Und die Leiche ist wirklich in der Nähe. Einmal entdeckt werden ist kein Problem, solange kein riesiger Alarm ausgelöst wird, denke ich. Hoffe ich, glaube ich. Okay, das hätte ich wohl als Ablenkung platzieren können. Dann wären die hierher gelaufen, beziehungsweise einer läuft sogar noch. Ah, und zeigt mir nicht seinen Kopf da. So. Und jetzt sieht's aus, als wäre er von dem Rauch erledigt worden. Super, so geht ein Geheimdienst vor, genauso. Leider hat uns der eine entdeckt, aber Gott sei Dank war er dumm genug, nicht Alarm auszulösen. Weiter geht es also. Toll. Gott sei Dank haben wir hier einen toten Winkel. Aber was die Leute sich dabei gedacht haben, die diese Kameras installiert haben, das weiß ich ja jetzt auch nicht. Ja, ja, immer diese Texte, die eh nicht lustig sind, die erspare ich euch zum Vorlesen. Am Anfang war das vielleicht ganz witzig, aber ja, der Humor der einzelnen Beiträge hält sich doch stark in Grenzen. Gar nicht lange rummachen, einfach töten. Einer ist gestorben von euch. Der hat mit irgendjemand gesprochen, ich hoffe. Haha, schon blöde, aber... Okay, der ist jetzt auf jeden Fall tot. Hier gibt es sonst nichts weiter, dann werden wir den Weg doch mal da durchgehen. Mal schauen. Aua, aua, aua. Okay, weiter, weiter, weiter. Einfach durchrennen. Ich hasse solche Sequenzen. Die möchte ich so schnell wie möglich hinter mir lassen. Und bisher sind wir ja noch relativ leise unterwegs. Oh, mein Gott, da ist wirklich kein Sicherheitsfachmann unterwegs. In dieser Umgebung. Das Metall sollte ich nicht berühren, also... Kannst du den Dampf abschalten? Liegt ohne Ventilöffner. Wo ist denn der Ventilöffner? Warum ist der nicht hier? Müller hat ihn mitgenommen. Warum? Aus Spaß. Na, ich hätte schwören können, da wären sie gewesen. Weiß ich nicht. Wo ist der? Weiß nicht. Toll. Wenn ich ihn in die Finger kriege, ist er gefeuert. Da wollte doch niemand etwas Böses. Tja, gehen wir erstmal hier lang.
Und hier ist irgendwas Giftiges. Ah, und jetzt dieses Ventil brauche ich. Oh, damit ich das gleich schließen kann. Okay. Soll ich das dann gleich hier benutzen? Oder wo war das? Naja, erstmal weiter. Da ist auf jeden Fall ein Ventil, aber es würde mich wundern, wenn es das schon ist. Okay, der sagt mir jetzt Ventil. Was haben wir hier weiter? Jetzt mal um die Ecke gucken, bevor wir zoomen. Das bringt sonst nicht. Okay, ich zwei. Will nicht Fuck! Werden. Ja, gut, gut, dann. Und jetzt den einen noch. Na, komm schon. Ey, also diese Treppen sind wirklich hart in diesem Spiel. Okay, eine Entdeckung, aber kein Alarm. Was ein bisschen blöd ist, weil sie ja direkt daneben waren, aber okay. Ah, nee, das ist, da hätten wir eh rein müssen, okay. Und ich glaube nicht, dass wir es geschafft hätten, beide zu töten. Außer vielleicht mit dieser Sprengfalle, die wir nicht mitgenommen haben. Was jetzt auch nicht weiter wichtig ist. Okay. Auf jeden Fall gehe ich mal stark in der Annahme, wir haben alles. Und dass du uns so erwartest, das scheint mir doch etwas suspekt, aber okay. Du bist verdammt nochmal zu spät. Ich sagte eine Stunde, nicht wann du Lust hast. Es war ein bisschen komplizierter als erwartet. Dein Freund wurde getötet. Der, den ich hinter dem Club treffen sollte. Was? Verdammt, armer Kerl. Hat nicht mal Namen. Es war eine Falle. Dann will ich mal hoffen, dass es dir nichts ausmacht, in eine weitere zu tappen. Sieht so aus, als würde uns jemand erwarten. Hier wimmelt es von bösen Jungs. Ja, du bist einer davon. Ich habe ein paar auf dem Weg hierher getroffen. Waren ziemlich unfreundlich. Mach dir keine Sorgen. Ich habe einen Plan. Wir brauchen ein Ablenkungsmanöver. Leichter gesagt als getan. Ich bin ein Profi, Schwester. Ich habe mir die Freiheit genommen und ein paar Zeitbomben verteilt. Das sollte ihre Aufmerksamkeit gefangen nehmen. Nach dem, was im Club passiert ist, möchte ich nichts riskieren. Gut, gut. Wann soll das Feuerwerk beginnen? Es gibt ja noch ein Problem. Als du dich nach einer Stunde nicht blicken ließest, wurde ich nervös und habe die Timer deaktiviert. Wir müssen sie neu einstellen. Vier liegen im Lager da drüben. Wenn du die übernehmen kannst, kümmere ich mich um die anderen. Wie kann ich sie finden? Ich habe sie auf Treibstoffbehälter gesetzt. Du musst nur die Augen offen halten. Wenn du sie gefunden hast, setze die Timer auf 11.15 Uhr. Dann haben wir noch eine halbe Stunde. Wir treffen uns wieder hier, wenn wir fertig sind. Und diesmal bitte pünktlich. Okay. Ich werde mich bemühen. Tja, die mögliche Spur 2. Trotzdem, wir werden uns diesen Hintern von Archer noch ein bisschen genauer ansehen. Schade, dass sie wieder die anderen Klamotten anhat. Okay. Und dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal für heute Schluss. Und ich sehe euch dann gleich in der nächsten Folge an eben dieser Stelle. Also, bis denne. Tschüss.